Ja, ich habe tatsächlich einfach gedacht, Mensch, also wir müssten wirklich noch viel, viel mehr junge Leute involvieren, ihnen Verantwortung übergeben und sie eben nicht einfach nur in Anführungszeichen ein Konzert organisieren lassen, sondern ja, lass sie doch gleich ein ganzes Festival auf die Beine stellen. Barockmusik ist, finde ich, sehr beruhigend. Man hat Vorurteile darüber, oft zumindest, aber ich finde, das stimmt nicht. Es ist sehr, sie kann sich sehr verschieden ausdrücken. Die Schüler haben in drei verschiedenen Kategorien gearbeitet. Zum einen im Projektmanagement, zum anderen in der künstlerischen Leitung und dann gab es noch eine Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Also ich war im Team künstlerische Leitung und genau da haben wir halt die ganzen Sachen organisiert so und hatten aber immer noch eine ziemlich große künstlerische Freiheit und das hat mir daran gefallen, genau, ja. Wir machen die Schilder zum Thema Follow, weil das Thema des Barockfestivals halt Follow ist und wir halt gerne wissen wollten, wem die Leute so folgen, also ihrem Gefühl oder ihrem Bauchgefühl oder vielleicht auch Leuten, denen sie auf Social Media folgen. Das können sich die Leute eigentlich frei überlegen. Die können sich dann solche Schilder nehmen, das da draufschreiben und dann an die Wand kleben. Vom Catering bis hin zur Künstlerauswahl haben die Jugendlichen in dem Fall alles selber gemacht. Und das alles zusammen ist eben in diesen 3 Monaten entstanden. Also das Ganze wurde ja im ZAMUS ausgeschrieben, wo ich schon seit einer Weile Mitglied bin. Und nachdem man uns sagte, dass wir wahrscheinlich da auch ganz gut reinpassen würden und wir uns beworben haben, haben uns die Schüler offensichtlich glücklicherweise sympathisch gefunden und haben uns dann ausgewählt, hier zu spielen. Also mein Lieblingslied ist Thunderstruck von den Barock Drops. Ja, ich fand, das hat sich sehr cool angehört. Mein Lieblingsmoment war, glaube ich, als wir die ersten Ideen geliefert haben, wo wir überlegt haben, wie das Festival aussehen soll, wo wir das machen und wie wir das gestalten und auf der Bühne zu stehen. Das macht besonders Spaß, da den Kindern auch beim Denken zuzuschauen, wie da immer mehr Einfälle kommen und wie dann aus vielen gemeinsamen Ideen ein großer Gedanke am Ende sich formt, der zum schönen Festival wird. Was ich von den Schülern ziemlich cool fand, war, wie viel Energie und wie viele Ideen die mitgebracht haben. Also, dass zum Beispiel Tanz noch mit dabei sein soll, dass die Moderation machen wollen, all diese Sachen, das fand ich schon ziemlich beeindruckend. Da könnte sich der ein oder andere erwachsene Kollege eine Scheibe von abschneiden. Das ZAMUS engagiert sich für Musikvermittlung unter anderem mit diesem Projekt hier, das Jugendbarockmusikfestival. Ein Festival von Jugendlichen für Jugendliche. Das war ja jetzt das Pilotjahr des Jugendbarockmusikfestivals und natürlich soll es weitergehen. Das heißt, wir werden uns jetzt im Anschluss mit allen Kooperationspartnern zusammensetzen, sondieren, schauen, was war gut, was können wir optimieren. Und dann wird es im nächsten Jahr ein neues Jugendbarockmusikfestival geben.